Ja, willkommen zurück, Freunde. Eins muss ich gleich vorneweg sagen. Ich war das letzte Mal ziemlich präzise. Damit will ich meinen, ich habe genau die 7 Minuten erreicht, die ich erreichen wollte. Also war die Episode so lang wie alle anderen und meine Bedenken waren unangebracht. Ja, dann wollen wir jetzt gleich weitermachen. Wir haben zuletzt bei diesem Text aufgehört, den ich jetzt nochmal kurz vorlese. Congratulations! Mickey has escaped from the rampaging moose. Okay. Also wir mussten einfach dem Els entkommen, indem wir Äpfel sammeln und mit einem. Und das in Begleitung mit einem Grafikbug. Oh, der nächste Abschnitt. Der nächste Level. Der Geisterabschnitt, okay. Na, ich habe den einmal gesehen, aber nur sehr kurz. The Lonesome Ghosts, 1937. Ich habe jetzt nicht ganz das Ende mitbekommen. Okay. Dann setzen wir hier ins Speicherpunkt, damit wir hier, ja, wieder von vorne spielen können, wenn es sein muss. Okay. Oh. Wow, ein schicker Grafikeffekt, wow! Ja, ich bin immer wieder erstaunt über die Faszination des Super Nintendo. Was ist das denn? Ah! Pluto! Ich wusste doch, dass da irgendwo was ist, aber ich kann nichts machen. Das ist also. Okay, das ist also ein optionaler Weg. Da kann man aber dann nichts mehr einsammeln. Muss man damit leben. Man kann aber. Ja, gut, dann sehen wir das hier an. Okay. Dann gehen wir jetzt zum nächsten Abschnitt. Und keine Sorge, diesmal habe ich auch mir meine Uhr gestellt. Habe sie auch immer im Blick. Damit wir ja nicht zu lange aufnehmen. Ah, verstehe. Man kann den Geister. Oh. Nett. Kann man auch ins Bett? Nee. Man kann aber. Opa. Ja, ey, ich wusste es. Da kommt irgendwas. Hoppa, ganz schnell. Und? Hahaha. Und jetzt? Hallo. Hier ist Balsambier. Warte. Ah, okay. Okay. Ich will da hoch. Ah, ich sehe schon wie. Und? Ja, super. Bin irgendwie gut. Was mich wundert. Na gut, vielleicht kommen hier meine Prince of Persia Skills hinzu. Zur Hilfe. Hier muss ich auch. Na gut. Nein! An dieser Stelle ist es ja nicht so schlimm. Zum Glück bin ich nicht ganz runtergefallen. Ich sollte es mir endlich mal abgewöhnen, mich zu versafestaten. Ist nicht gut. Nein! Wie soll das gehen? Der taucht auf, dann kann man da ja nicht hoch. Naja, aber Moment. Schadet erst, wenn er mit dem Brett zuhaut. Er an sich schadet einem nicht. Ach ja, die Verarsche. Fiese Falle. Fiese, fiese Falle. Also ich muss direkt anfangen loszusampen. Auf der Treppe. Ja.
Nein. Entweder warte ich so lange gerade oder ich komme einfach nicht hoch. Gerade hat es doch geklappt. Ich weiß echt nicht warum. Wenn ich warte, warte ich zu lange. Dann falle ich durch. Man darf nicht zu lange warten, sonst fällt man durch. Mal sehen. Hier, seht ihr? Also, ich verstehe nicht, wie ist da dann eben hoch. So. Hoppa, nein! Aha, diesmal habe ich... Wow, das war ja geil. Ich habe es irgendwie ganz locker geschafft, ohne irgendwie groß Schaden zu nehmen. Nein, nicht wieder dem entgegenspringen. Diese Stelle ist aber auch tricky. Uah. Ein Sternchen, die, wie ich glaube, für Energie sind. Ich habe noch nicht fest herausgefunden. So, ich lasse sie erstmal sich aktivieren, dann springen wir hoch. Oh, knapp. Nein. Fies, noch eine. Zahlen die uns? Ja. Am Ende zahlen die uns. Unter bestimmten Voraussetzungen, die mir noch nicht ganz bekannt sind, bleibt man unbeschadet. Ich hoffe, die gesammelten Sterne machen den Schaden wieder wett. Noch einer und noch einer. Ist hier der große Fledermaustreff. Nett. Ah, ah, ah. Okay, immerhin nimmt man hier keinen Schaden. Hier speise ich aber auch besser. So, und hopste und hopste und hopste, hopste. Nein. 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 Ja, was, okay, das war jetzt sinnlos. Moment. Genau, ich bin es, der springen muss. Mir kam es gerade so vor, als ob man automatisch... weiter oben wird das tricky. Aber das ist noch gar nichts. Eine Mod in Oblivion hat praktisch dafür gesorgt, meine Nerven blank zu legen. Durch eine Sprungpassage, die sich wirklich nur durch ständiges Sprungtastengekloppe irgendwie halbwegs lösen ließ. Nicht weil da so viele Sprungpassagen waren, sondern einfach weil der man da irgendwie die Plattformen haben dafür gesorgt, dass man nie dann gesprungen ist, wenn man es wollte. Jetzt wollen wir doch einfach mal... Also, das kann doch nicht... Das kann nicht angehen. Es kann. Ich hasse Sprungpassagen. Ich habe sie schon immer gehasst. Vor allem mit einer nicht ganz funktionierenden Taste. Ja, meine... Sprungtaste ist ein bisschen kaputt. Ja, sagen wir mal, ich muss noch mal säubern. Die hängt ein bisschen, die Y-Taste. So.
Merkt ihr was? Irgendwie, warum auch immer, es bringt Mickey doppelt. Ich glaube nicht, dass es an mir liegt. Ja, ja, ja! Gut, an dieser Stelle speichere ich. Und sollte ich in der nächsten Episode den Stern holen? Ich denke, wir können es machen, aber ich weiß nicht, ob es lohnt. Na, ich denke, ich mache das offscreen. Hol mir den Stern schnell und speichere dann wieder. Ein kostenloser Stern ist immer gut. Aber die Videozeit ist vorüber. Und deswegen sage ich lieber mal, ich bin Secha von LP. Und wir hören uns das nächste Mal bei Mickey Mania. Oder bei meinem nächsten Projekt, das ich sogar bald beginnen werde. Aber bevor es zu lange wird, sag lieber auf bald.